Wir sind hier in Ramshalden auf dem Osterhof und wurden zum brandlandwirtschaftlichen Gebäude alarmiert. Beim Eintreffen wurden wir bereits empfangen und es war ein Feuerschein in Schuppen hinter dem Gebäude sichtbar. Die Feuerwehr baute sofort einen Löscheingriff auf und löschte das Feuer ab. Es hat im Zwischenboden gebrannt und im Heizraum, der Bereich außenrum um die Heizung, hat auch gebrannt. Die Feuerwehr Ramshalden war zusammen mit der Feuerwehr Weinstadt, die Dreileiter aus Weinstadt, mit 9 Fahrzeugen und rund 40 Feuerwehrleuten im Einsatz. Ebenso war der Kreisbürgermeister vor Ort, der K-Ortsverein sowie der Rettungsdienst war hier vor Ort. Die Leitung wurde hochgelegt, damit hier genügend Löschwasserversorgung vorhanden ist, und die Leitung ist ca. 500 Meter lang. Der Bereich wird jetzt ausgeräumt und Nachlöscharbeiten werden durchgeführt. Anschließend werden die Leitungen zurückgebaut. Eine Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.